Dann ist noch Was? ein, ja. Hä? Was? Wie Farbe und Dünger im Sarg? Ja, gefunden. Wer nimmt denn Farbe und Dünger mit in den Tod? Ja, damit aus der Leiche noch ein Blümchen wachsen kann. Ach so. Wahrscheinlich eine Gürtelrose oder so, die da rauswächst. Boah, dann lach halt nicht, Junge. Das stand nicht im Skript. Ach so. Du musst mich vorher darauf hinweisen. Oh Mann. Oh. Was braucht man denn für diesen Stacheldrahtzaun? Maschendrahtzaun. Normales Eisen und Holz. Sehr billig. Okay. Billig, aber sehr effektiv, muss man ja wirklich sagen, ne? Ja. Ich würde sagen, mit denen kann man schön gut so Ringweite auf eine Basis aufbauen. Mit dem ja. Stacheldraht irgendwo zwischen noch. Ja, auf jeden Fall. Wir sollten um die Basis drumherum auf jeden Fall irgendwas machen, dass wir zum Haus schießen können und vom Haus natürlich wegschießen können. Weißt du? Zum Haus schießen? Ja, für die wirklich mal durchkommen, falls mal einer durchkommt, der dann am Haus sich austobt, dass man den irgendwie wegschießen kann. Deswegen habe ich die Türen auch so gesetzt, dass man, wenn man den Block auf der zweiten Ebene daneben abbaut, dass man den Zombie an der Tür töten kann. Ja. Das aber noch überall machen dann. Wenn wir genug Eisen haben, dann könnte man auch diese Gitter machen und die noch dran machen, so als Balkon. Dann kannst du durchs Gitter runterschießen. Wäre auch eine Maßnahme. So machen wir das meistens. Das ist eigentlich eine ganz effektive Sache. Erstmal kommen die Krabbler, die Wände hoch können, kommen dann nicht mehr hoch, weil die halt am Gitter hängen bleiben und du kannst immer schön runterschießen. Ja. Na? Ich muss die Farm kaufen. Hat mir der Zettel hier gesagt. Ach, bleib doch mal liegen, du blöde olle Kuh. Hallo? Jetzt. Los, dreh dich rum. Mann! Dreh dich rum. Bleib doch mal liegen. Das hört sich an. So, das ist doch mal ein Screenshot. Sehr gut. Gott, leere Leichenschänder. Ja, leere, verweste Mütter. Finde ich super. So sagen. Wer war denn hier schon wieder illegal zelten? Ja, zelten? Der Biker. Was ist war das ja denn? Ein Buch für das Hunting Rebel im Mülleimer. Das gehört da nicht hin. Lol, der Biker hat natürlich auch prompt ein Bier dabei. Das liegt letztes Mal auch schon so. Weiß nicht, kann sein, ja. Hier liegen überall Schlafsäcke. Naja, die Biker. Und dann so ein Zelt in Babyblau, weißt du? Babyblauer Biker-Zelt. Hübsch. Das ist schön wie die pinke Wand hier kommt. Ja, kannst dich beim Pufferfisch bedanken. Es war seine künstlerische Ader. Ja, stell mal vor, du wärst ein Zombie. Du würdest gerne so einen schönen, saftigen Menschen essen. Du freust dich schon richtig darauf, in ihn reinbeißen zu können. Ja, dann siehst du so eine Scheiße, und du siehst ey. So eine Wand. Im Strahl. Ja. Also, ich würde da weglaufen. Ja, joch. Kriegt man denn hier auch was anderes raus außer Steine? Bisschen Eisen, okay. So, warte mal, ich hab doch eben hier. Oh, warte mal, ich kann ja mal gerade hier so. Hops, hops. So. Kann ich doch mal kurz hier nochmal nach den Skills gucken. Ich find's schade, dass die Skills hier nicht so schön animiert sind wie in Fallout 4. Das fehlt mir.
Wenn man einmal sowas gesehen hat. Schneller fertigen. Also 10%. Reparaturmeister. Ja, könnte man ja mal kaufen hier. Schneller fertigen. Oh, das ist immer gut. Oh, eine Bohrasche, Mann. Oh. Ich habe Blei gefunden, ganz viel. Danke. Ja, am Boden hier ganz, ganz viel, so zum Abbauen, so Blei, weißt du? So ein Bleistein. Nehme ich mal mit. Man weiß ja nie, wofür man gebrauchen kann. Boah, wir müssen die großen Kisten machen, damit wir Schilder dran machen können. Ja, langsam wird es Zeit dafür, ja. Ich hab immer noch ein Haus. Was ist denn? Tja. Ach, ich mag eigentlich den Kisten-Sound. Du magst den Kisten-Sound? Ja klar, wenn der so ganz schön oft hintereinander abgespielt wird, magst du den etwa nicht? Ja, doch. Hör mal, hier riecht so nach verbranntem Holz bei mir. Komisch. Naja, vielleicht kokelt gleich die Bude ab, dann weiß ich auch, warum es hier so warm ist. Ja, also passiert schon öfter mal. Ist alles schon im Livestream passiert. Kann man auf YouTube nachgucken. Okay. Ja. Achso, ist gerade jemand zu Hause? Ja, ich. Kannst du mal gucken, wie weit dieser Mais ist, bevor der Mais anfängt irgendwie zu verdörren, dass man den nicht mehr ernten kann. Und den dann gegebenenfalls mal ernten, falls der fertig sein sollte. Verdörrt er tatsächlich? Ja, der verfault. Und dann kann man den nicht mehr abpflücken. Dann ist es Zombie-Futter. Achso, nur ein Happen essen. Das ist dann nicht so gut, weißt du? Kann ich eigentlich hier Pfeile machen? Oh ja. So. Geht auch wieder langsam. Oh, schon ein paar Baumsamen, die werde ich mal irgendwie hinter unserem Haus mal anpflanzen. Ja, lass ein bisschen Platz zum Garten. Sonst ist hier jetzt auch nichts, ey. Ja, komme ich mal langsam wieder zurück. Was? Errungenschaft freigeschaltet. Benjamin Franklin? Und das für ein Kack. Das ist ein Scheiß. Kühe, nicht Gott. Ich dachte gerade, was ist das da vorne für ein Stein? Das ist ein Bär. Verdammte Axt. Ist jemand in der Nähe? Sehr, sehr vorstellflüssig aus. Ist jemand in der Nähe? Nein. Ich habe hier so ungefähr 10 Zombies als Wanderhorde, die gerade auf unser Haus losmarschiert. Gut, dann komme ich schnell. Die anderen 3 Big Mamas dabei. Latschen gerade durch Jones gar nicht. Hat da Jones dann zufällig auf den nach Stein aussehenden Berg geklopft? Nein. Habe ich nicht. Ich habe den Bär in Ruhe gelassen. Welche habe ihm, ziehen denn die Zombies? Ich habe ihm nichts getan. Die sind direkt von unserer Hütte. Oh, ja, nach Auto. Norden, Westen. Autoseite. Von dort oder nach dort? Südwesten kommen die. Und wollen wohl Richtung Nordosten. Und da stand halt unser Haus im Weg. Tja. So war aber auch, hä? Aha. Okay, keine. Ne? Direkt vor unserer Hütte. Ach so, falsches Haus. Sieht genauso aus. Kenn ich. Na, so war es aber auch. Oh, die sind schon. Ich habe ja zum Glück gerade Spikes hingestellt. Die sind eigentlich schon relativ down. Die waren jetzt nicht so stark. Und waren ein paar. Da ist einer. Bei dem Kopf. Schauen wir uns mal hier in dem Häuschen um. Erst außer.
Cool. Ich habe übrigens einen Generator mitgebracht. Oh, das ist cool. Sehr gut, sehr löblich. Das spart uns sehr viel Skillpunkte und Ressourcen. Die Tools sind nicht geil. Wenn du erstmal einen hast, läuft es. So, Mais in der Hand, sagt der Gärtner. Was ist denn da oben los? Menschenskinder, kannst du mal Schnauze halten hier? Oh ja, der wird schon dauern langsam. Okay, komm nicht mehr. Noch nicht. Ach du Scheiße. Entweder ist er nicht mehr. Das fette, also entweder ist nee, das fette Vieh ist, hier. Das... Oder... Wenn der nicht, wenn der schon überreif ist, dann ist er so orange. Da unten wird er langsam schon orange. Na? Ganz orange. So ein geiles Orange. Der komplette Mais, nicht nur unten. Okay. Na dann dauert's ja nicht. Da. Oh, der hat wieder Zuckungen im Bein. Ach, guck mal, hier oben ist ein Safe drin. Oh, da haben wir jetzt noch ein bisschen was zu tun. Hack mal den doch mal weg. Maschendrahtzaun, da war noch was. Ja, da war wirklich was. Lalalalalala. Mensch, das Kinder, hier wird es immer wärmer, ey. Also mal vorsichtig rum, dass die Hütte tatsächlich abbrennt gerade. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, hat mein Dozent immer gesagt früher. Okay, ich kann jetzt Lichter bauen. Scrap ja. Chest Armor Schematik. Oh, hier konnte ich schon. Die bringe ich mal mit, kann jemand anders lesen, wenn er Lust hat. Oh, hier sind noch Waschmaschinen. Aha. Sehr gut. Was braucht man denn für die Lampe? So. Hier stapft doch irgendjemand rum. So, mal den auch mal. Gibt es denn sonst noch hier für Häuser, die noch nicht gelootet sind? Hier ist doch schön, oder? Ne, hier war schon jemand drin, ne? Oder doch nicht? Liegt ja noch ein Zombie. Nochmal die olle Mutter. Dann die respawnen auch, ne? Die respawnen sogar in der Base. Also die Waschmaschine ist auch schon leer. Auf unserem Server, da haben wir so ein Häuschen besetzt, haben alles gesäubert. Dann sind wir in die Wüste, um eine Mine zu suchen. Und als wir wieder nach Hause kamen, waren da wieder Schläferzombies in unserer Hütte. Okay. Okay. Wir haben jetzt eine Bücherregalwand. Ah, so ein Billigregal, ne? Der Kollege die denn her? Wieder mit dem Pinsel. Guck mal, ist er mit euch? Ja, stimmt gar nicht. Okay, ich hab. Das sind Booby-Traps. Booby-Traps, Bücherregale. Booby-Traps, aha. So, so. Ich hab's ja interessant. Kann man das essen? Ach, scheiße, die wollen wir ja noch. Bücherregal auch ein Instrument. Lohnt sich verschönere mal deinen Gartenzaun. Mach das. Ach du Scheiße, den haben wir komplett eingerissen überall. Ja, ist nicht so schlimm, mein Gott. Halb so wild. Der ist ja schnell wieder hingestellt. Aber es ist der Zaun. Der gute Zaun.
Gucken wir mal noch, was hier drin ist. Na geht's. Oh, toll. Was denn hier oben? Ach, hier oben steht da noch so ein Waffensafe, ne? Stimmt. Ich würde doch gerne eine Fähigkeit haben, dass man irgendwie schnell laufen kann. Wenn man da Punkte rein investiert. Hab Öl gefunden, Puffy. Kannst du dich wieder eincremen? Oh ja, darauf stehst du doch. Mayonnaise ist dein Instrument. Und mehr rette ich auch. Ich hab letztens im Internet gesehen, wie ein Russe auf so einem, ja, wie nennt man sowas, auf so einem Kaffeestab, den man zum Rühren benutzt, die Star Wars Melodie nachspielt. Dem da einfach den auf den Tisch liegt und je nachdem weiter oder näher an sich ranschiebt und dann so rumklingt. Okay. So. Hä? Wo sind die denn? Hallo, wo sind sie denn, Herr Zombie? Ach, der ist hier unten in dem Raum drin. So. Oh, Schrotpatronen. Das Mädchen liegt hier auf der Mülltonne. Sieht aus wie so ein Penner, ey. Alt und ab. Penner. Pennerin. Sieht aus wie die Olle, die am Bahnhof immer unter der Brücke sitzt in Köln. Naja, fahr ich jeden Tag dran gesehen. Vorbei. Fahr ich jeden Tag dran vorbei. Abends, nach der Arbeit. Hast du ja schon mal Hallo gesagt? Nee. Hab ich auch nicht vor, um ehrlich zu sein. Oh, da ist ein Hirsch. Dann nimm mit. Lade ihn mal zum Essen ein. Oh, ich habe ein Antibiotika gefunden. Juhu. Ist ja kaum zu fassen. Essen einladen, das kenne ich aus einer Serie, der es um einen Kannibalen geht. Ja. Der auch Leute zum Essen einlädt. Okay. Das ist dann wahrscheinlich eher ungesund, ne? Mache ich eigentlich mit der Glasscheibe? In der Tasche. Einschmelzen. Ganz lieb. So, guck mal noch hier rein. Keiner zu Hause. Oh, eine schwarze Denimhose. Anziehen kann ich die doch direkt. So. Und die kann man wegschmeißen. Fünf Coins. Machen die jetzt noch hin? Was kann ich denn hier noch zerlegen? So. Ja, kein Platz im Inventar. Ist ja gut. Nerv nicht. Jetzt, Mensch. So. Oh, rosa, lila Muskelshirt. Freut sich der Pufferfisch. Pufferfisch steht nämlich auf Volltonfarbe. Ja, ich hab das schon bemerkt. Ne? Ja, ich weiß. So, ja, so die Küche mal. Anstreicht. Wo war ich denn jetzt? Ich war da drin. Was denn? Ja, das ist alles hier auf dem German Survival Team Server. Aber habe ich das Buch für diese krebsartigen Zielscheiben nie bekommen. Jetzt direkt am Anfang, um euch damit zu bescheren. Ist das nicht großartig? So, so. Ein Zeichen. Was ist denn das hier eigentlich für ein Laden? Ach, da war schon jemand drin. Stattungsunternehmen. Ich bin mal hier zur Nachbarstadt gegangen. Überall leere Särge hier. Alles leer. Ach so, in der
Begrabung in der, in hier, wo die Leichen verbrennt werden, da war ich schon. Ja. Ah, beim Feuerraum hast du die Kohle übersehen. Ja, ja. Hab ich nicht übersehen. Hast du wohl übersehen, ich hab's ja gerade rausgenommen. Junge, guck ja, in Stream, aber, da läuft der Beweis. Aber ich hab sie drin liegen gelassen, weil ich etwas Wichtigeres hatte. Beispiel einen Haufen Scheiße. Ach so, verstehe. Sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Noch ein Antibiotika für den Jones. Das sind ja ganz neue Lösungsansätze hier. So, wie sieht das denn hier so aus? Ups. Lalalala. Klatsch. Schauen wir doch mal. Ach so, hier war auch schon jemand oder was? Ah, ja, ist schon gelootet. Da können wir auch hier wieder rausgehen. Ja, da hinten war ich vorhin. Upsala. Ganz am Anfang mal. Ah, das Auto ist noch offen, zu. Oh, eine Billigschippe drin. Eine Billigschaufel. So, und hier, wie ist das hier mit dem Haus? War da auch schon jemand? Ja, auch schon offen. Auto ist auch offen. Gehen wir mal da hinten rüber. War bestimmt auch schon jemand drin. Würde ich jetzt mal stark vermuten. Das ist ja direkt gegenüber von uns. Ja. Und hier? Hier ist noch zu, komischerweise. Schauen wir doch mal hier rein. Ja, in allen rein. So. Hier ist, habe ich den Laden gefunden, wo die ganze Decken einstürzen. Okay. Ja, so ein Geschäft, da ist noch eine zweite Ebene, wo die Zombies alle drauf spawnen und sobald die sich im Block bewegen, stürzt die Decke ein. Dann hast du da ganz viele Zombies. Das ist nicht spannend. Oh, der Businessman hat ganz viele Geldscheine. Nehmen wir doch mal mit. So, dann haben wir hier noch einen Waffensafe. Können wir den auch mal auseinanderkloppen. Uhr, ne? Ja, den Safe schaffe ich noch gerade so wahrscheinlich. Ich hoffe, es ist nicht zu viel drin, ansonsten muss ich die Sachen drin lassen und gehe so morgen früh holen. Muss nicht viel drin sein, aber dafür gute Sachen. Kling, klang, klong, Xing, Shang, Shong. Naja, Schrotpatronen, eine abgesägte Schrotze ist drin. Warte mal, was kann ich denn hier wegschmeißen? Das eine Ei. Ich hatte hier gerade ein paar Zombies, denen ist es egal, dass gerade Tag ist. Laufen einfach. Das sind Ferals. Haben die leuchtende Augen? Ja. Dann sind es Ferals. Ja. Und jeder Zombie kann zum Feral werden. Dann kriegen die leuchtende Augen.
So, komm ich mal nach Hause, wa? Lalalala. Ach, der Pufferfisch hat ganz tolle Sachen an den Zaun geschmiert. Ja. Deine Lieblingssachen. Ja, hab ich mir gedacht. Hallo Tomsi 71, einen schönen guten Abend. Jetzt doch mal können die Zombie-Scheiße hier wegmachen. Hab ich schon. Hey, warum liegt hier überall noch was rum? Ja, ich kann ja nicht die ganze Zeit da sein. Und Zombies laufen so auch mal so rein. Auch wenn hier, ich den, wir müssen den Mais ernten. Hier hängt überall Mais dran. Na gut, jetzt nicht mehr, aber... Ach du Scheiße, ey. Oh Gott, ey. Ist das hier eine Wand, ey. Hübsche Bücherregal, ne? Ey, ihr seid so fertig, ey. Ich hab damit nichts zu tun. Help in memory of Matt Mole steht hier auf der Fußmatte. Oh, fertig. Aber ihn gibt es doch noch. Matt Mole, ja, den gibt's noch. Jetzt weiß ich gar nicht, wird das Zeug hier, wird das zu Eisen? Ja, das wird zu Alteisen. Okay.